Ah ja, sowas suche ich halt. Das Problem ist halt, bei Crunchy ist es halt vieles mit Untertitel. Und das Problem ist, ich gucke sowas gerne abends im Bett. Aber abends im Bett habe ich dann eher weniger Lust, dann noch Untertitel zu lesen. Egal, ob, ne, ob mit englischem oder mit japanischem Sound. Und auf Deutsch gibt es aber halt so wenig. Das ist verdammt, verdammt schwierig, da irgendwas zu finden, was halt wirklich gut ist. Weil ansonsten, ich habe nichts dagegen, ne, Untertitel oder sowas. Es passt, aber nicht, wenn ich halt abends im Bett liege. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also auf Deutsch haben mittlerweile Netflix und Amazon einige. Also Netflix hat auf, ich weiß gar nicht. Irgendeins hatte ich da auch bei Netflix mal gesehen. Zeros of the End, aber das ist ja Fantasy. Das hat ja mit Schule nicht viel, viel am Hut. Ich müsste da echt mal durchgucken. Müsste da echt mal durchgucken. Weil zur Zeit gucke ich halt immer ein und dieselben Animes nochmal. Ich habe da eine riesig lange Liste eigentlich. Ah, da bist du ja. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Ursen widerfahren ist. Die Ärmste. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtige. Die Dreistigkeit, mit der dieser Täter vorgehen, ist wahrscheinlich ungeheuerlich. Doch ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als die Ursen in der Nähe des Goldbazars beschattete, stieß ich mehr zufällig auf einige Amerjar, die sich höchst verdächtig benahmen. Ich heftete mich an ihre Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hätte mich natürlich auch selbst drin umsehen können, aber ich will den ganzen Spaß dir nicht für mich alleine beanspruchen. Und du bist auf kleine Abenteuer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier Wache stehen, während du das Lager durchkämpfst. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich dir beistehen. Tust du eh nicht. Ich hatte schon ein paar Seiten, aber mir scheitert. Also, ich habe halt zwei Seiten und halt Netflix und Amazon. Auf Amazon eher weniger tatsächlich. Ja, noch auf Netflix. Und zurzeit halt viel, viel auf Crunchy. Aber es ist halt schwer, diese ganzen Slice of Life-Dinger zu finden, ohne dass du da entweder komplett in die sexistische, also in die. Wir schlafen alle miteinander oder in die Fantasy-Richtung abdriftest. Das ist verdammt schwierig. Und dann noch am besten irgendwas ohne Untertitel. Weil meistens, wenn ich nachts oder abends dann was mit Untertitel habe, das schlafe ich aber sofort ein. Die haben sich halt alle lieb. Genau, Düfte. Ich glaube, die haben sich alle mehr als lieb. Die haben sich mehr als lieb. Siehst du, du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Doch sag, hast du irgendeinen Hinweis gefunden, der uns weiterhelfen könnte? Der komische Schriftrolle. Ein Handzettel? Zeig mal her. Der barmherzige Neid nimmt sie auch der Ärmsten unter euch an. Habt teil an seiner Herrlichkeit. Findet Arbeit mit Neid. Wohl so eine Art Jobvermittlung für Flüchtlinge, was? Das Schreiben ist dahin gekritzelt und von Nalta scheint der Autor auch nicht die meiste Ahnung gehabt zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Wisch von einem echten Priester stammt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von einem echten Priester stammt. Wir sollten dieses höchst verdächtige Dokument der Priesterin Ursen vorlegen. Vermutlich erholt sie sich in der Herberge im Camp Knochenbleich noch von ihren Verletzungen. Das kann durchaus möglich sein, dass du das tut. Warte auf neue Folgen von High School. Dann habe ich angefangen irgendwann und dann. Daher gucke ich es auch, bis alles Ende ist. Ist bei mir wie A Couple of Cocos. Da warte ich ja auch noch aufs Ende. Planet. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Also, ich habe schon gelesen in. Ich weiß nicht, ob es bei Netflix war oder bei Crunchy. Auf jeden Fall habe ich in der Liste mal gesehen, dass es ein Anime gibt, der so heißt. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich hätte eigentlich auch darunter gehen können, ne? Richtig geplatzt. Gibt schon gute Animes, ne? Das ist der Inbegriff von Slice of Life und sehr traurig. Oh je! Habt ihr geholt? Ja, dann werde ich auch Rotz und Wasser holen. Gut, das heißt, wenn ich mir den angucke, ich packe mir am besten 3 Pakete Taschentücher hinternehmen. Reicht das? Ich bin sehr oft nah am Wasser gebaut, also reicht das oder brauche ich noch mehr? Lass es innen bringen. Warte mal, das Glies. Oh Mann, das brauche ich auch noch viel, viel mehr. Ich habe ja da. Ich weiß, ihr seht das leider nicht. Aber da im mittleren. Ja, doch, im mittleren Regalfach habe ich eine komplette Manga. So Manga-Abschnitt. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedenen Mangas. Also Mangereien. Also alles, unter anderem auch meine Lieblingsanimes tatsächlich. Außer das eine, da gibt es glaube ich auch kein Anime von. Aber einmal Vampire Knight, Kimi to Doko, Hyona, Miss Seven Ghost, Cover of Cocos. Und ich glaube der erste von Zeros of the End. Müsste dabei sein. Und dann noch ein anderes, von dem ich es gerade nicht weiß. Ich glaube, das ist sogar ein italienischer. Ein italienischer Comic. Nur nicht mal mehr ein Manga. Seht her, meine mutige Retterin. Mein Dank an dich kennt keine Grenzen. Ohne dein selbstloses Eingreifen weilte ich vermutlich nicht mehr unter den Lebenden. Doch was führt dich heute zu mir? Das da. Ein seltsames Schreiben. Die Schrift ist eine Beleidigung für die Augen. Niemals ist dies das Werk eines geschulten Priesters. Doch wer könnte... Da fällt mir ein, dass vor einiger Zeit ein Gewand aus der Kirche entwendet wurde. Es wird doch wohl kein falscher Priester sein Unwesen treiben? Nein, uns doch nicht. Ausgezeichnete Arbeit, Aidaria. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Der Entführer muss sich als Priester verkleidet und die Flüchtlinge in eine Falle gelockt haben. Wir scheinen es mit einem Element zu tun zu haben, das genauso gerissen wie skrupellos ist. Werde die nötigen Vorkehrungen für die Fortsetzung unserer Operation treffen. Erstatte du Isenbad Bricht und rat ihm, Vorsicht walten zu lassen. Bei Thema Food fällt mir nur Food Wars ein. Der Täter hat die Flüchtlinge als Priester verkleidet in das Licht geführt. Welch ungeheuerliche Dreistigkeit, welch Blasphemie. Danke für diese Warnung. Wenn ich eine verdächtige Person bemerken sollte, hörst du es als Erste. Yay, Level 37. Oh je. Oh je. Ich hole mal die gängigen Animes rein. Landscape. Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Death Note habe ich auch gesehen, aber ich glaube nicht komplett. Ich glaube, da fehlen mir noch ein paar Folgen. One Punch Man kenne ich tatsächlich nicht. Das sagt mir überhaupt nichts. Also ich glaube, ich habe es bestimmt schon mal irgendwo durchgescrollt gesehen, aber Yuji ist tatsächlich nicht was, das ich... Ich lese gleich weiter. Und Phantom Man ist ein, mit einem Schlag alles tötet.
Klingt hart nach Superman, aber ist so viel besser. Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht ist das ja was. Vielleicht ist das ja sogar was. Ich mag die Musik hier. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer sich hinter diesem falschen Priester verbergen könnte. Theoretisch käme fast jeder im Camp hier in Frage. Hau ab, Fliege. Hau ab, Fliege. Wunderbar, mein lieber Isenbart. Doch es gibt eine Lösung für unser Problem. Wir schlagen den Betrüger mit seinen eigenen Waffen. Er verteilt seine blasphemischen Handzettel an Flüchtlinge, nicht wahr? Alles, was wir also tun müssen, ist, uns als ebensolche zu verkleiden und so zu tun, als würden wir ihm auf den Leim gehen. Ah, eine Falle. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Doch wenn ihr zwei euch das Halunken annehmt, mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Wie es der Zufall so will, wollte ich mich gerade einiger alter Kleider entledigen. Nehmt doch das hier, um euch als Flüchtlinge auszugeben. Je eine löchrige Hanfschäfer-Tunika und ein löchriges Hanfschäfer-Beindling. Ausgezeichnet, Isenbart. Damit werden wir dem Gauner ein Schnippchen schlagen. Worauf wartest du daher? Rein in den guten Zwirn und dann sprich mit möglichst vielen Leuten hier und gib vor, nach Arbeit zu suchen. Wenn sich die Kunde von deinem Auftauchen erst einmal verbreitet hat, wird der Priester mit seinem Handzettel bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden ihn auf frischer Tat ertappen. Ich könnte auch mal einen Link reinhauen von Animes, die mich alle unterhalten haben. Hat kein Ranking, aber vielleicht gibt es da Inspiration für euch. Wenn du einen Link reinhauen willst, müsste ich erstmal einen Command in der Hoffnung, dass es dann noch funktioniert. Ansonsten kannst du es auch erstmal privat schicken. Also je nachdem, wie es dir lieber ist. Sonst müsste ich, wie gesagt, erstmal ein Command reinhauen. Weil wegen Link und so. Wow, sehe ich stylisch aus. Allein die Brille haut's raus. Höre mich, Ungläubige, höre die Worte der gütigen Azima. Doch, Azima. In aller Herrlichkeit strahlt sie und wird dich reinwaschen von deinen Sünden. Ihr Leuchten führt die Armen in die goldene Zukunft. In eine goldene Zukunft. Was willst du? Schon wieder ein neuer Flüchtling? Wir haben schon genug von euch, Lumpenpack. Arbeit findest du bei der Legion der Unsterblichen bestimmt nicht. Das schwör ab. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich hier gerade was im Laufen habe? Verschwinde, du verscheuchst mir die Braut noch mit deinem Gestank. Arbeit habe ich ganz bestimmt nicht für dich. Boah, sind die alle nett hier. Die sprühen ja gerade so vor Nettigkeit. So. Da hinten ist auch noch einer. Flieger, hau doch mal ab jetzt. Ich hasse kleine Fliegen. Sprich mich nicht an, ich bin beschäftigt. Gib dir elenden Flüchtlinge denn niemals Ruhe. Gesell dich zu deinesgleichen an diesem Tümpel am Sandtor. Da könnt ihr euch von mir aus gerne mit Brackwasser besaufen, bis ihr umfallt. Yay. Da rein, glaube ich. Kann ich etwas für dich tun? Wohl nicht. Ein dreckiger Flüchtling wie du hat hier nichts verloren. Verschwinde, du vergraust uns noch die Kundschaft. Du musst den anderen Weltklang leicht und treulich zu dem Tümpel am Sandtor. Nice. Ausgezeichnete Arbeiter dabei. Selbst ich habe das Gerede der Leute über einen neuen Flüchtling bereits vernommen. Unser falscher Priester wird also sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir sollten uns direkt zu diesem Tümpel am Sandtor begeben, von dem du gehört hast. Dort ist verlassen und gerade zu präsentieren.
prädestiniert für einen Hinterhalt. Sicher würde versuchen, dort zuzuschlagen. Treff mich dort, wo das Ufer am höchsten ist, hörst du? Und dann komm ja nicht auf die Idee, mich sitzen zu lassen. Noch ein Korb in diesem Monat könnte ich nicht vertragen. Nee, wahrlich nicht. Ich muss in die Richtung. Sonst lande ich gleich sonst wo. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir. Ah, da bist du ja endlich. Also gut, dann wollen wir diesen Heuchler mal in die Falle tappen lassen. Mhm. Die Kluft steht dir ausgezeichnet. Solltest du öfter tragen, aber Spaß beiseite, schnappen wir uns den Betrüger. Höret mich vom Schicksal Gebeutete. Ich bin ein Diener des Ordens von Naltal. Seid auch ihr ohne Brot und Lohn? Du willst ein Priester sein? Aber natürlich, das sieht man doch. Ich komme aus der Gemeinde Sankt Adama Landama. Wenn ihr es wollt, kann der großzügige Nalt auch euch zu weltlichem Wohlstand verhelfen. Ihr seht, es steht alles hier geschrieben. Dieser Handzettel, diese unleserliche Schrift. Ha, es besteht kein Zweifel. Wenn du ein Priester bist, ist meine Großmutter die Sultana. Das Spiel ist aus. Gib dich zu erkennen, Ungust. Was? Aber wie? Ihr habt auch euch als Flüchtlinge verkleidet, um mich in eine Falle zu locken? Bitte, tut mir nichts. Ich hatte meine Gründe. Die Bewohner des Goldbazars waren in Gefahr. Die Bewohner des Goldbazars? Erklär dich. Ja, natürlich. Wie du willst. Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich schon seit vielen Jahren auf dem Goldbazar. Vor einigen Wochen haben die Amajar an unsere Pforte geklopft, und zwar ziemlich nachdrücklich mit ihren Piken und Äxten. Um meine Wahlheimat zu schützen, habe ich den Äxten einen Handel vorgeschlagen. Sie sollten uns in Ruhe lassen, und wir würden ihnen dafür liefern, was sie wollten. So, was haben die Banditen gefordert? Zum einen wollten sie die Fahrpläne für Kristall- und Erzlieferungen aus der Nanawa-Mine. Das war noch relativ leicht. Habe einfach einen der Arbeiter da mit ein paar Gill und billigen Fuse bestochen. Doch damit haben sie sich nicht begnügt. Aber da wollten sie auch noch von mir. Was sollte ich da tun? Wenn du die Wahl gehabt hättest, deine Freunde oder Fremde zu verkaufen, hättest du nicht das gleiche getan wie ich? Spiel hier nicht den barmherzigen Gredania. Du hättest dich erst einmal an die Legion der Unsterblichen wenden können. Wie konntest du nur so niederträchtig sein? Nun ja, die Amateur waren überaus freundlich. Was soll das heißen? Sie haben einen Haufen Gier springen lassen, Mann. Und zwar einen ziemlich beachtlichen. So viel Mulfleisch könnte ich in meinem ganzen Leben nicht verkaufen, um so viel Geld zu verdienen. Genug Abschaum. Du hast dein Land verraten, deine Landsleute verkauft. Und alles für ein paar dreckige Gier. Du widerst mich an. Habt Gnade, ich... Ich habe einen Frosch im Hals, schon wieder. Du schon wieder. Ach, du bist wie ein Fluch. Wahrscheinlich warst es auch du, der den Amajar, die Patrouillenrouten und Dienstpläne der Legion zugespielt hat, was? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Ich schwöre. Nun, mit dieser Frage werden sich die Inquisitoren der Legion sicher noch persönlich auseinandersetzen wollen. Du wirst für deine Missetat büßen. So oder so. Glaub's mir, Freundchen.
Nein, alles so das nicht. Erstatte du mit viel Bericht, Eldaria. Um diesen Dreckskerl kümmere ich mich. Wäre doch gelacht, wenn ich die Details der nächsten Übergabe nicht aus ihm herauskitzeln könnte. Dann lasse ich dich, diese widerlichen Amajar ins offene Messer laufen und finde heraus, wo sie die Geiseln gefangen halten. Yay. Jung. Aber lange mache ich dann auch nicht mehr. Ich gebe jetzt die eine Quest hier noch ab. Weil morgen ist dann ja auch nochmal Stream. Bevor dann ein paar Tage Pause ist. Also zwei Tage Pause. Weiß auch noch nicht, ob und wo ich euch hinrede. Weil aus meiner Liste ist, glaube ich, keiner mehr online. Leider. Meine Leute hören immer ewig lange vorher auf. Ich bin immer so die Nachtzüglerin. Knus.de. Die kann ich mir gleich mal anschauen. Ich glaube, ich muss zwar eh gleich lesen, aber egal. Schauen wir doch mal. Wie gesagt, Vorschläge sind sowieso immer gern gesehen. Das. Ich glaube, das hattest du schon mal vorgeschlagen. Kann das sein, Dufte? Mit denen, die da backen? Ich glaube, das hattest du schon mal vorgeschlagen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wenn wir schon mal beim Bäcker. Ah, okay. Ja, ich lasse es auf jeden Fall schon mal offen. Wie gesagt, wer ansonsten noch andere Vorschläge hat, sonst rennen wir da einfach hin. Ja. Weil wie gesagt, aus meiner Liste ist halt keiner mehr online. Beziehungsweise der eine macht eh gleich Feierabend. Hört meistens kurz vor zwei auf, deswegen da brauche ich nicht hin raiden. Das andere sind nur, ja, Wiederholungskanäle. Wäre jetzt nicht so interessant, glaube ich. Ich freue mich, dich wohlbehalten wiederzusehen, Altaria. Und noch mehr freue ich mich, dass die Zusammenarbeit mit Tankel so reibungslos zu laufen scheint. Sagt, wie ist es euch ergangen? Die Amedra, also wie ich vermutet hatte. Vielen Dank, das hast du ausgezeichnet gemacht. Ich fürchte nur, die Amedra werden weiter weniger kooperativ sein als dieser opportunistische Widerling von einem Händler. Es sieht ganz so aus, als wären wir auch in Zukunft auf deine tatkräftige Unterstützung angewiesen, Adaria. Mach dich auf eine harte Schlacht gefasst. Okay, dann nehme ich das mal kurz an. Es ist vielleicht an der Zeit, dass du mit einer wichtigen Technik vertraut wirst, um dich besser für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Vielleicht hast du schon von Mutter Genix gehört, dem gelehrten Techniker. Er hat einen Weg gefunden, verschiedenste Ausrüstungsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Prozedur stabiler und stärker zu machen. Viele waren anfangs gegen ihn eingenommen, weil er ein Goblin ist, und gegen die halten sich ja hartnäckige Vorurteile. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene Abenteurer in seine revolutionäre Technologie der Materialverarbeitung einzuweihen. Wenn du ihn darum bittest, wird er dir alles über die Materie erklären. Ich gebe dir auch gleich ein Testobjekt mit, an dem er dir die Technik demonstrieren kann. Hier, diesen Dolch. Bring den zu Mutter Genix auf dem Feuerhügel, wo er seine Gerätschaften aufgebaut hat. Du wirst den Ort gleich an der Rauchsäule erkennen, die von dort aufsteigt. Alles klar.
Ich port mich aber einmal kurz nach Britannia. Ich glaube nicht, dass ich in der Zeit was verkauft habe. Ich vermute es halt einfach nicht. Das wäre seltsam. So. So, dann haben wir hier lang. Aber ich guck trotzdem einmal. Oh, Krämerklingel. Elf Gegenstände, nee. Leider nicht. Okay. So. So, warte, geht gleich weiter. Das kann ich noch einmal verkaufen. Das. Okay. Packe ich dann auch mal für so viel rein. Okay. Sehr schön. Dann Ausrüstung kann ich nochmal wechseln. Also, dann machen wir hier morgen weiter. Beziehungsweise morgen machen wir dann ja erst einmal Life is Strange. Das spielen wir morgen erstmal. Und dann werden wir weiter FF14 spielen. Beziehungsweise werden wir wahrscheinlich großteils was Chatting betreiben wieder. Ihr kennt's ja. Und ja, ich gehe schon mal in den Einer-Screen. Warte, das ist ja kurz so.